Und möge der Erbauer dann zu uns zurückkehren. Und möge der Erbauer dann in die schwarze Stadt im Himmel zurückkehren. Und möge der Gesang des Lichts sie dann reinigen. Möge die Menschheit dem. Ja, genau. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins. Und wir gehen jetzt zur ehrwürdigen Mutter. Und früher nehmen wir uns noch ein paar Bücher. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst? Und reden mit ihr. Werdet ihr der Kirche etwas spenden, meine Liebe? Ihr seht aus, als hättet ihr mehr von Wert retten können als die meisten, die es hierher schaffen. Inwiefern? Wir haben gefundene Rüstungen am Körper und einfach nur Schwerter, um uns zu verteidigen. Woran sieht sie uns denn an? Ich meine, dann guckt ihr doch mal hier die prächtigen Gewänder der Templer an und der Kirche. Ich habe nichts zu geben. Wer seid ihr? Was für eine Spende wäre angemessen? Ihr wollt eine Spende für die Kirche? Macht ihr Witze? Ich beantworte diese Frage mit einer Gegenfrage. Wer seid ihr? Ich bin die ehrwürdige Mutter dieser Kirche. Es ist üblich, dass die, die meinen Segen erbitten, vorher eine Spende leisten. Deswegen ist die Kirche auch so reich. Grundsätzlich habe ich der Kirche echt nichts zu geben, aber wir wollen etwas von ihr. Wir fragen einfach mal, was für eine Spende wäre angemessen? Dürfte ich 30 Silberlinge vorschlagen? Oh, es tut mir leid, ich habe nur 10. Ich kann euch 5 Sovereigns geben. Natürlich, klar, gib mir die Goldmünzen, die wir uns mühsam erspart haben. Gut, hier sind 30 Silber. Es ist ja auch hoffentlich für die Flüchtlinge, die vor der Tür stehen. Ich danke euch, meine Tochter. Was kann ich also für euch tun? Voll bestochen hier. Wir holen uns, glaube ich, erstmal eben den Segen. Ich hatte gehofft, ihr könntet mich segnen. Natürlich. Es wäre mir eine Freude. In Andrastes Namen bitte ich den Erbauer, über sein Kind, seine Schöpfung, zu wachen. Behüte sie auf ihrem Weg, o Erbauer. Sei ihr ein Licht in der Dunkelheit. So soll es geschehen. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Aber doch, natürlich. Ich bin ein grauer Wächter. Ich brauche eure Hilfe. Ein grauer Wächter? Hier? Oh nein. Oh ja? Ihr bringt mich in eine schwierige Lage. Ihr müsst wissen, dass Taryn Loghain die Grauen Wächter zu Geächteten erklärt hat. Ich habe davon gehört, aber es war Loghain, der den König verraten hat. Taryn Loghain? Das kann ich ebenso wenig glauben wie seine Ächtung der Grauen Wächter. Auf euren Kopf ist eine Belohnung ausgesetzt. Haltet euch bedeckt, dann verspreche ich euch, dass ich eure Anwesenheit hier geheim halten werde. Mehr kann ich nicht tun. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Könnt ihr den grauen Wächtern überhaupt irgendeine Art von Hilfe anbieten? Ich meine, für 30 Silberlinge? Ich kann euch nicht helfen, ohne die Sicherheit dieses Dorfes und dieser Kirche zu riskieren. Alles, was ich tun kann, ist, eure Anwesenheit hier geheim zu halten. Es tut mir leid. Also, wenn sonst nichts mehr ist? Dann sollte ich wohl vielleicht gehen. Möge der Erbauer über euch wachen, grauer Wächter. Wow, das war mega. Mega erfolgreich. Wenn ich manchmal so stocke, dann liegt das daran, weil ich etwas verwirrt bin, weil ich dann noch irgendwie das vorherige Let's Play in Erinnerung habe. Es ist gut, das sofort zu erleben. Aber vielleicht kommt das auch alles noch. Ich kann es nicht sagen. Wir werden sehen. Vielleicht ist es auch einfach jetzt aber alles ganz anders. Das kann natürlich auch sein. So, dann laufen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben ja gerade mal jetzt hier die kleine Ecke von dem Dorf gesehen. Dann gehen wir jetzt einfach mal über die Brücke hier. Ich habe da eine Frage, Alistair, die ich euch zu beantworten bitte. Oh, jetzt geht's los. Habe ich eine Wahl? Von den 2 verbliebenen grauen Wächtern seid ihr der Dienstältere. Es ist seltsam, dass ihr dem anderen die Führung überlasst und selbst nur hinterdrein trottet.
Das findet ihr also seltsam, ja? Ihr beugt euch einem neuen Rekruten. Ist das bei den Grauen Wächtern so üblich? Oder handelt es sich um eine persönliche Entscheidung? Was wollt ihr hören? Dass ich mich lieber unterordne? Genauso ist es. Ihr seid sehr abweisend. Könnt ihr euch nicht in ein Gebüsch verziehen und dort einfach sterben? Das wäre sehr freundlich. Besten Dank. Oh, Alistair, du bist devot. Das hätte er mir vielleicht auch erzählt, oder? Ja. Okay, das nehmen wir mal eben. Ich loote erstmal eben so ein bisschen, bevor ich ihn anspreche. Also, reden wir mal kurz über eure Mutter. Ich würde lieber über eure Mutter reden. Da gibt es nichts zu reden. Außerdem ist eure Mutter doch eine böse Hexe, die mitten im Wald lebt. Das ist viel interessanter. Für euch vielleicht. Aber ihr findet sicher auch den Moosbewuchs auf Steinen interessant. Wisst ihr, was noch viel interessanter ist? Abtrünnige. Magier außerhalb des Turms. Das ist gegen das Gesetz, wisst ihr? Habt ihr das in irgendeinem Buch gelesen? Hoffentlich waren die kleinen Buchstaben nicht zu anstrengend für euch. Wir müssen uns aber auch nicht über eure Mutter unterhalten. Ist mir auch recht. Hat sie den Mund tot gemacht, ja? Ach, schön. Ich liebe die Gespräche zwischen den Gefährten. Da hinten ist noch Elfenwurzel, aber das ist jetzt auch egal. Hier kann ich leider nicht hoch. Ist hier noch irgendwas? Hühner sind hier. Oh, schau mal an. Direkt kaufen. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Oh, ich sitze dir so liebend gerne im Nacken. Liebste Lissy, glaub mir. Da brauche ich keinen Stuhl für. Als könnten wir hier noch mehr Kämpfe gebrauchen. Seht ihr nicht, wie verängstigt alle hier sind? Ich tue doch gar nichts. Mein Bruder ist bei Ostaga gefallen. Hoffentlich sind wir nicht die Nächsten. Ostaga? Oder Ostaga? Es ist ein bisschen schade, diese unterschiedliche... das unterschiedliche Aussprechen der Orte. Orlais, Orlais. Gut, dann rede ich mal mit Allison. Seid gegrüßt, Fremde. Ich nehme nicht an, dass ihr jemanden kennt, der Fallen herstellen kann, oder? Scheiße, ich kann keine Fallen herstellen. Wofür braucht ihr Fallen? Der alte Balin sagte, die dunkle Brut könnte bald hier sein. Er hat einige Fallen auf seinem Hof. Ich dachte, ich sollte auf meinem Land vielleicht auch welche aufstellen. Aber Balin will seine Fallen vergiften. Ich möchte ganz normale Fallen. Balin hat Giftfallen auf seinem Land? Er hat noch kein Gift im Erbauer, sei Dank. Also sind seine Felder einfach voller Fallen. Er kann manchmal ein bisschen exzentrisch sein. Warum kauft ihr nicht einfach welche? Es gibt keine mehr. Balin hat alle Fallen, die es im Dorf gab, auf seinen Feldern aufgestellt. Oh, das ist doof und wir können keine herstellen. Es tut mir leid, aber ich kann keine Fallen herstellen. Entschuldigt. Ich wollte euch nicht belästigen. Und damit war es das auch, ne? Es gibt so viele Münder zu stopfen. Mit und ihr können Ernte wir keine so Quest anfangen. Ach, es ist so ärgerlich. Habt ihr euch schon um ein Bett für die Nacht gekümmert? Was ist hier los? Seit unser guter König Kaelin von uns gegangen ist, sind hier Flüchtlinge und Soldaten durchgekommen. Ich bin hier die Älteste und habe alle Hände voll damit zu tun, sicherzustellen, dass die Flüchtlinge nicht mit Diebstählen oder Schlimmerem anfangen. Sir Bryant bei der Kirche kümmert sich um die Verteidigung und Ähnliches. Er kann vermutlich mehr mit Leuten wie euch anfangen. Was? So viel zu tun und so wenig Zeit. Kann ich euch denn behilflich sein? Ihr kennt euch nicht zufällig mit Elixieren, Arznei oder Kräutern aus, oder? Ich nicht, aber ich hätte hier jemanden, der sich auskennt. Dann könntet ihr uns vielleicht einen großen Dienst erweisen. Hier kommen die verschiedensten Reisenden durch und viele von ihnen sind verletzt oder krank. Wir geben unser Bestes,
aber uns sind die Vorräte ausgegangen. In den Wäldern im Norden gibt es Arzneikräuter. Wenn ihr ein paar Umschläge für uns herstellt, versuche ich, eine Bezahlung für euch zusammenzubringen. Ich schreibe euch hier alles auf, was ihr wissen müsst. Gut, dann können wir das wenigstens machen. Das ist auch das Mindeste. Okay, dann gehen wir gleich nochmal eben hier ins Gasthaus. Ach, hier hinten kommen wir nicht durch. Ach, ich will immer springen mit Leertaste. Oh, das ist ein Musikinstrument. So, kleiner metallener Rundschild. Supi. Klatschmaul. Seid gegrüßt, Herrin. Ach. Seid lieber vorsichtig, die dunkle Brut kommt. Deswegen flüsterst du so, ja, dass sie dich nicht hört. Hast du dich gestern mit diesem Ritter unterhalten? Er sagte, er sei aus Redcliffe. Er hat mit jedem in der Taverne gesprochen. Aber woher sollen wir denn wissen, wo die Urne der heiligen Asche ist? Da kann er uns ja gleich fragen, wie man zum Mond kommt. Er hat gesagt, dass alle Ritter Redcliffs nach ihr suchen. Als hätten sie nichts Besseres zu tun. Ich fass es nicht. Na, kommt noch irgendwas? Na gut, das sind nicht wirklich neue Informationen für uns. Also gehen wir rein. In Danes Zuflucht. Oder Danes Zuflucht, je nachdem. So, so, wen haben wir denn hier, Männer? Ich würde sagen, wir sind gesegnet. Oh oh, Loghains Männer. Das verheißt nichts Gutes. Haben wir nicht den ganzen Morgen damit verbracht, nach einer Frau zu suchen, die genauso aussieht? Und haben nicht alle gesagt, sie hätten niemanden gesehen, auf den die Beschreibung passt? Es scheint, als hätte man uns belogen. Meine Herren, es besteht doch sicherlich kein Grund für Streitigkeiten. Das hier sind ohne Zweifel nur ein paar weitere arme Seelen auf der Suche nach Schutz. Sie sind mehr als das. Jetzt geht uns aus dem Weg, Schwester. Wenn ihr diese Verräter beschützt, droht euch dieselbe Strafe wie ihnen. Es scheint, als wolle er einen Kampf. Ich werde ihm seinen Wunsch erfüllen. Wie kommt ihr darauf, dass wir Verräter sind? Ich brauche eure Hilfe nicht, Mädchen. Haltet euch bitte raus. Lasst uns darüber reden, bevor die Dinge außer Kontrolle geraten. Will ich mit denen reden? Wir sind für die Verräter. Wie kommt ihr darauf, dass wir Verräter sind? Taryn Logan behauptet, die Grauen Wächter hätten unseren König verraten. Wusstet ihr das nicht? Genug geredet! Nehmt den Wächtern Gewahrsam! Tötet die Schwester und jeden, der euch in die Quere kommt! Ja, bringen wir es hinter uns. Wie ihr wollt. Gut, ich glaube, die gehen schon alle auf ihre eigene Position. Wir haben hier den Kommandanten, die Soldaten. Und einen mit der Quest, das ist schön. Pass auf, wir gehen auf ihn hier und hauen ihn, glaube ich, erstmal einmal um. Jetzt komme ich nicht mehr an ihn ran hier. Oh, jetzt bin ich betäubt. Ich hasse es. Oh, 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 Alistair, mein Lieber, nimmst du bitte mal eine Verletzungsausrüstung, einen Wundumschlag, meine ich. Okay, komm, der Kommandant ist gleich down. Oh, du bist aufgestanden. Schon gut, ihr habt gewonnen. Wir ergeben uns. Gut. Sie haben ihre Lektion gelernt und wir alle können aufhören zu kämpfen. Ja, das Problem ist, obwohl, ist das ein Problem? Ich will nicht, dass die Logan mir Recht erstatten können. Die Grauen Wächter haben König Kelly nicht verraten, es war Logan. Sie wollen uns gnadenlos niedermachen, sie verdienen kein Mitglied. Überbringt Logan eine Nachricht. Ja, selbst wenn wir sie umbringen würden, ganz ehrlich, es könnte auch ein anderer Zeuge Logan das zukommen lassen, dass wir hier gewesen sind. Das ist die Frage. Ich würde einerseits ganz gerne sagen, die Grauen Wächter haben König Kelly nicht verraten, es war Logan. Soll er Logan eine Nachricht von uns überbringen? Wäre auch dumm, oder? Was denn? Dass wir ihn holen kommen werden? Ich weiß es nicht. Oh, das ist so schwierig. Ich könnte bis auf jetzt grundsätzlich das hier
würde ich gerne alles verantworten. Einerseits, dass sie Logan nicht Bericht erstatten sollen. Wäre aber auch dumm. Dann kommen wir jetzt damit. Die Grauen Wächter haben König Kelly nicht verraten. Es war Logan. Ich war da. Der Terran hat uns aus einer Falle gerettet. Dann lauft sofort. Ihr seid wirklich blind, ihr Schlagen. Der Terran hat den König sterben lassen. Die Wächter haben den König in seinen Tod geführt. Der Terran konnte nichts tun. Überbringt Logan eine Nachricht. Was sollen wir ihm sagen? Die Grauen Wächter wissen, was wirklich geschehen ist. Er wird seine Tat bezahlen, wir werden ihn zur Rechenschaft ziehen. Er muss schon mehr aufbieten als das hier. Das ist ja auch noch gar nichts. Das ist ja nur eine Truppe, eine kleine. Die Grauen Wächter wissen, was wirklich geschehen ist. Ja, das wäre kryptischer, ne? Wäre schon irgendwie cooler. Dieses, er wird für seine Tat bezahlen, wir werden ihn zur Rechenschaft ziehen. Nee. Die Grauen Wächter wissen, was wirklich geschehen ist. Ich werde es ihm sagen. Auf der Stelle. Jetzt. Ich danke euch. Gut. Verzeiht meine Einmischung, aber ich konnte einfach nicht tatenlos daneben sitzen. Wer seid ihr überhaupt? Schon gut, es war mir ein Vergnügen. Ich weiß natürlich, wer sie ist. Es war mir ein Vergnügen, euer Leben zu retten. Nee, komm. Sie hat gut gekämpft. Ich weiß zu schätzen, was ihr tun wolltet. Ich hab's gemerkt. Wo lernt eine Schwester so zu kämpfen? Es wird Zeit für mich zu gehen. Wer seid ihr überhaupt? Gestatte, dass ich mich vorstelle? Ich bin Liliana, eine der Laienschwestern der Kirche hier in Lothering. Das heißt, ich war es. Wolltet ihr noch irgendwas von mir? Was bedeutet das? Ich bin Lissy, erfreut euch kennenzulernen. Wenn ihr einen Namen braucht, könnt ihr mich Lissy nennen. Ich bin Lissy, erfreut euch kennenzulernen. Die Männer sagten, ihr seid ein grauer Wächter. Dann werdet ihr also die dunkle Brut bekämpfen, richtig? Das machen graue Wächter doch. Nach dem, was geschehen ist, braucht ihr sicher jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Deshalb komme ich mit euch. Das weiß sie so, ja? Verzeiht, Schwester, aber da irrt ihr. Warum wollt ihr euch unbedingt mir anschließen? Ich brauche Hilfe, das ist wahr. Und wie genau wollt ihr mir denn helfen? Die Männer irren, ich bin kein grauer Wächter. Warum wollt ihr euch unbedingt mir anschließen? Der Erbauer hat es mir gesagt. Oh oh. Der Erbauer ist auf meiner Seite? Hey, dann willkommen an Bord. Sicher, und ich werde mich jetzt ganz langsam entfernen. Schön. Das ist schön, so rückwärtsgehend. Könnt ihr das näher ausführen? Ich weiß, dass das völlig verrückt klingt, aber es ist wahr. Ich hatte einen Traum, eine Vision. Noch mehr Verrückte? Haben wir davon nicht schon genügend? Seht euch die Leute hier an. Sie sind verloren und verzweifelt. Die Finsternis, das Chaos, es wird sich ausbreiten. Und das will der Erbauer nicht. Was ihr tut, wozu ihr berufen seid, ist das Werk des Erbauers. Lasst mich dabei helfen. Das will nicht nur der Erbauer nicht, das wollen alle Leute hier nicht. Also gut, ich weise Hilfe nicht zurück, wenn sie mir angeboten wird. Könnte unseren Kompagnons nicht gefallen. Ich fürchte, ich werde mehr brauchen als Gebete. Naja, sie kann auch kämpfen, das haben wir gerade gesehen. Wenn euch die Leute leid tun, dann helft ihnen hier. Und dann? Was geschieht, wenn die Horde anrückt? Sie wird uns folgen, wohin wir auch fliehen, solange bis alles vernichtet ist. Ich werde die Verderbnis aufhalten, aber euch brauche ich dafür nicht. Wenn ihr kämpfen wollt, dann kommt meinethalb mit. Vielleicht ist euer Schädel doch schwerer beschädigt worden, als Mutter dachte. Danke. Ich weiß diese Chance wirklich zu schätzen. Ich werde euch nicht enttäuschen. So, und jetzt können wir wählen. Liliana ist ein Level 7 Schurke. Und womöglich kann sie auch. Aber das ist schwierig, das ist echt schwierig. Eigentlich würde ich mich gerne auswechseln, weil ich mich denen noch gar nicht so gewachsen fühle. Sie sind beide schon Level 7.
Und Schnuffi hätte ich schon ganz gerne dabei. Eigentlich könnte ich ihn gut auswechseln. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Aber auch er hat Ansturm, ist auch nicht schlecht. Oder Morrigan einfach mal. Die ist immer nur am Rummuffeln. Verflucht und verdammt! Ja, siehst du, habe ich doch gesagt. In der Tat. Wir nehmen Liliana mal eine Runde mit und lassen Morrigan mal ganz kurz hier, wo auch immer. Alles klar. So, oh, wir haben doch einen mitgenommen. Dann können wir mit Balin noch reden und erstmal Schnuffi aufsteigen lassen. Gut, sehr schön. Rede ich mal mit ihm. Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Ich verkaufe andere Waren. Das könnten wir ihm glatt mal sagen, ne? Wenn der schon so anfängt. Keine Sorge, um den habe ich mich gekümmert. Wirklich? Nun, was soll ich dazu sagen? Danke? Weiß ich nicht. Zeig mir, was ihr anzubieten habt. Das kann schon sein, dass wir jetzt nicht jede Quest mitnehmen, aber das empfinde ich selber auch nicht als ganz so schlimm und schwer. Ah, die Sachen muss ich dann nochmal eben behalten, weil ich nicht weiß, was hat Liliana denn? Die trägt nur ihre Kirchenrobe. Das ist ja hübsch. Sie ist aber ja Schurke, ne? Also hat aber einen verzauberten Dolch. Okay, warte mal auf. Haben wir auch. Guck mal, kannst gleich mit zweien. Das ist doch schön. So, und dann kriegst du erstmal eine leichte Rüstung. Und es sind mittelschwere. Ihre sind besser, das ist gut. Und das, was die hat, Kreis des Suchers, ist auch schon gut. Dann können wir aber trotzdem nochmal eben, warte. Oh, wir haben keine Wundumschläge mehr. Ich sollte mal eben gucken, ob ich vielleicht noch... Jetzt habe ich Morrigan nicht dabei. Ich bin echt so schlau. Gut, dann machen wir die einmal hier rein. Was kann sie? Sie kann stehlen. Und Gift herstellen. Darf sie mal eben zweimal. Okay. Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Nervt nicht. Ich verkaufe andere Waren. Ja. Wir können ja mal nach Arbeit fragen. Werft einen Blick auf die Anschlagtafel des Kantors bei der Kirche. Dort findet ihr gute Aufträge. Ich nehme nicht an, dass ihr euch mit Giften auskennt. Oh, ist das so gut? Vergiften. Ich habe mich an derartige Dinge schon versucht. Was? Wie bitte? Was? Damit vergifte ich ihn? Ich habe mich an derartigen Dingen schon versucht? Was soll denn der Scheiß? Nein! Beim Blut des Erbauers, was wollt ihr mit Giften? Mein Hof liegt weit vom Dorf entfernt. Ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich wegen der dunklen Brut ein wenig besorgt bin. Ich habe auf meinem Land einige Fallen aufgestellt. Und ich habe gehört, dass Gift diesen Bestien ebenso schadet wie jedem anderen auch. Wir haben die Option, ihn zu vergiften. Das kannte ich, glaube ich, noch nicht. Und was ist, wenn Flüchtlinge in eure Fallen treten? Dann sollten sich diese verdammten Taugenichtse von meinem Land fernhalten. Außerdem ist es in diesen Zeiten äußerst unwahrscheinlich, dass jemand, der nachts herumschleicht, etwas Gutes im Sinn hat. Also, könnt ihr Gifte herstellen oder nicht? Nein, ich werde ihn nicht vergiften. Und die dümmste Idee, die ich hier gehört habe, ist es noch nicht mal. Verdammt. Wenn ihr wegen Nein, will ich nicht. Ich will was kaufen. Ich verkaufe andere Waren. Das ist gut. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ich mache da jetzt gar nichts mit ihm. So, pass auf. Schwacher Wundumschlag. Kostet einen Silber. Komm, können wir uns locker leisten. Alle.
Ja, kaufen. Den kaufen wir auch nochmal eben. Und die schwache Verletzungsausrüstung auch. So. Wir haben, glaube ich, kein Lyrium mehr, ne? Wobei das hauptsächlich Morrigan braucht und die kann das theoretisch selber herstellen. Hat er vielleicht Fläschchen? Bier. Fläschchen. 99 Stück hat er. Ich nehme mal ein paar. Hallo? Komm, ich nehme mal 20. Okay. Den Rest lassen wir mal. Pläne für schwache Köder? Nein. Rezepturversorgungspack. Verletzungen. Verbesserte Kräuterkunde hat Morrigan noch nicht. Das Rezept des Lyriumtranks wäre gut. Dann haben wir das nämlich noch nicht. Aber kostet fast ein Gold. Sollte ich das tun? Ich weiß es nicht. Wir lassen es, glaube ich, erstmal. Oder? Ach, ich bin echt ein bisschen hin und her gerissen, was das anbelangt. Nee, das lassen wir erstmal nochmal. Lassen wir erstmal noch. Okay. Gut. Sonst war ja nichts, ne? Nicht so wirklich was. Dann können wir, glaube ich, mit ihm hier noch reden, mit Danal. Wollt ihr weiteren Ärger machen? Viel mehr verkraften wir in Lothering jetzt nicht. Was für eine riesige Flasche. Das ganze Chaos tut mir leid. Ich habe das echt nicht gewollt. Sie waren selbst schuld daran. Und sie haben ohnehin genug Ärger gemacht. Aber ich wäre euch dankbar, wenn ihr es dabei belassen könntet. Also gut, mein Name ist Danal. Leider fehlt mir die Zeit zum Plaudern. Wie ihr seht, haben wir ein volles Haus. Zimmer mieten möchte ich ja gar nicht. Habt ihr irgendwelche Gerüchte gehört? Dem Erbauer sei Dank, dass wir Taryn Loghain in Ostagar nicht verloren haben. Es heißt, er habe seine Truppen rechtzeitig zurückgezogen. Ohne ihn wären wir verloren. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ja, jetzt würde mich mal interessieren, was er zu den Männern sagt, gegen die wir gekämpft haben. Als Taryn Loghain vorbeimarschiert ist, hat er sie hier gelassen, um nach grauen Wächtern Ausschau zu halten. Ich nehme an, das seid ihr. Wie kann er denn gleichzeitig das gutheißen, was Taryn Loghain gemacht hat, aber trotzdem uns nicht hassen, dafür, dass wir anscheinend seine Männer bekämpfen? Ich nehme an, das seid ihr. Behaltet das bitte für euch. Ich habe keine Zweifel an euch, egal was der Taryn sagt. Mein Großvater hat gedient. Euer Geheimnis ist bei mir sicher. Was darf es denn sein? Noch irgendwelche Gerüchte? Jetzt, wo König Kaelin tot ist, geht der Thron an Königin Anora. Allerdings hat sie zumindest vorläufig ihren Vater zum Regenten ernannt. Ich glaube, Kaelins Vater, der alte König Marik, hätte dem zugestimmt. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Wir fragen weiter. Nach unserer Niederlage in Ostagar ist es unvermeidlich, dass sich die Horde der Dunklen Brut nach Norden bewegt. Es gibt niemanden, der sie aufhält, richtig? Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Weiter. Ich habe gehört, Taryn Loghain, der Regent, ziehe neue Rekruten ein. Er will die Armee wieder aufbauen, die wir in Ostagar verloren haben. Das Problem ist, dass es nicht mehr viele fähige Männer gibt. Bei Drachengipfel sind Zwangsrekrutierer unterwegs, die jeden freien Mann mitnehmen, den sie finden können. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Noch was? Aus Denarim heißt es, Taryn Loghain wurde zum neuen Regenten ernannt. Wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass seine Tochter die Königin ist. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Jetzt wiederholt sich das, glaube ich, schon ein bisschen. Man sagt, der Zwergenkönig sei gestorben. So alt wie er war, wurde er vielleicht vergiftet oder ermordet. So treten Zwerge doch normalerweise ab, oder? Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Der ist aber ein Ausbund an Gerüchten. Ein paar Reisende haben berichtet, dass in Radcliffe etwas Schreckliches geschehen sein könnte. Vielleicht wurde es von der Dunklen Brut überrannt? Es gibt keinerlei Nachrichten von dort. Oh oh. Einer meiner Freunde, ein Händler, ist einem Flüchtling begegnet. Und der sagte ihm, dort würde ihn nichts als der Tod erwarten. Also hat er klugerweise kehrt gemacht und ist direkt zurückgekommen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun?
Weiß ich nicht. Etwas geht dem Magierturm im Kaelenhardsee vor sich. Niemand weiß etwas Genaues und die Templer wollen nichts erzählen. Genau das brauchen wir jetzt, was? Hoffen wir mal, dass die Magier nur etwas gegen die dunkle Brut aushecken. Irgendwer muss ja irgendwann mal etwas unternehmen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Mann, das ist ja besser als jede Tageszeitung. Reisende auf den östlichen Straßen haben berichtet, dass es im Brasilienwald Werwölfe gibt. Echte Werwölfe! Seit den Tagen von Dane wurden keine mehr gesehen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Wow. Einige Leute sind mit Loghains Ernennung zum Regenten überhaupt nicht glücklich. Es gibt Gerüchte, er habe etwas mit dem Tod des Königs zu tun gehabt. Habt ihr schon einmal so etwas Lächerliches gehört? Niemand anderes als die dunkle Brut hat ihn getötet. Und wenn Taryn Loghain den König nicht retten konnte, hätte es niemand gekonnt. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Tja, nur dass Loghain den König hätte retten können. Ganz Ferelden war voll von Rittern aus Redcliff auf irgendeiner Mission. Aber in letzter Zeit soll man ihnen deutlich seltener begegnen. Vielleicht sind sie alle nach Redcliff zurückgekehrt. Wahrscheinlicher ist aber, dass sie einfach nicht aufgehört haben, nach etwas zu suchen, das man ohnehin nicht finden kann. Ich frage mich, was Al-Eamon wohl ohne Ritter tun wird. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Wow, das hört gar nicht mehr auf. Man munkelt, dass König Kaelen die Königin betrogen hat und sie dahinter gekommen ist. Deshalb hat Taryn Loghain Kaelen in Ostergar im Stich gelassen. Oh. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Jetzt wird's Zeit. Jetzt waren wir eben schon in Richtung Bildzeitung. Jetzt geht's in Richtung Bunte. Ich habe neulich ein seltsames Gerücht gehört. König Kaelen war nicht wirklich Mariks Sohn, wisst ihr? Mariks echter Sohn wird seit seiner Geburt irgendwo im Palast von Denerim versteckt. Im Oberstturm? Vermutlich füttern sie ihn mit Keksen, um ihn bei Laune zu halten. Vielleicht ist er einfältig. Oder ein Magier. Mariks echter Sohn ein Magier. Könnt ihr euch das vorstellen? Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Die Gerüchteküche brodelt. Der hört gar nicht mehr auf. In Denerim wurde die Trauerfeier für König Kaelen abgehalten. Die oberste Klerikerin hat einen ganzen Tag der Trauer ausgerufen. Und der Trauerzug war eine Meile lang. Es ist schade, dass sie seinen Leichnam nicht angemessen verbrennen konnten. Unvorstellbar, was ihm die Klauen dieser Kreaturen angetan haben müssen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Einige Jäger haben erzählt, dass im Brasilienwald ein Stamm der Dalish irgendeiner Krankheit zum Opfer gefallen ist. Vermutlich der Verderbnis. Diese armen Teufel. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Die Grüße, der hört irgendwie gar nicht mehr auf. Ich traue mich schon gar nicht mehr. Es gibt Gerede, dass Königin Anora deshalb nie einen Erben geboren hat, weil sie unfruchtbar ist. Es ist der Fluch des Erbauers, dafür, dass eine Bürgerliche die königliche Blutlinie gekreuzt hat. Mhm. Bis wieder jemand von königlichem Blut auf dem Thron sitzt, wird es keinen Erben mehr geben. Es scheint, als sei die königliche Blutlinie Kaelenhards endgültig unterbrochen, richtig? Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ja, ich werde die Folge erstmal beenden. Jetzt sind wir bei 32 Minuten. Ach, Entschuldigung für dieses Langwierige, aber es gehört halt auch mit dazu. Ich sag erstmal bis hierhin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Lissy und kann ich sonst noch etwas für euch tun?